Eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch aus einem Zimmer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses war in der Nacht zum Mittwoch durch Zufall einer Passantin in Bitburg-Mötsch aufgefallen. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr und versuchte durch Klingeln noch vor der Ankunft der Wehren die Bewohner in dem Mehrfamilienhaus zu wecken und vor der Gefahr zu warnen. Beim Eintreffen des Feuerwehrzuges statt Mitte schlugen bereits helle Flammen aus dem Fenster der Dachgeschosswohnung. Da es in dem Haus in der Bitburger Straße in der Vergangenheit bereits öfters gebrannt hatte und der Feuerwehr bekannt war, dass dort mehr als 20 Personen leben, wurden sofort weitere Wehren nachalarmiert. Zuletzt hatte im Februar 2010 ein Kellerbrand zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Die rund 120 Einsatzkräfte hatten glücklicherweise in der vergangenen Nacht den Brand in der Dachgeschosswohnung rasch unter Kontrolle. Gegen 1.35 Uhr kam die Meldung Feuer aus. Alle Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits rechtzeitig aus dem Haus gerettet worden. Das DRK Bitburg übernahm mit mehreren Ärzten die Versorgung der in der Nacht aus den Wohnungen geflüchteten Bewohner. Vier Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels und Erich Grün von der Stadtverwaltung hatten sich am Einsatzort eingefunden, um sich einen Überblick über die Situation und Rettungsmaßnahmen zu verschaffen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kam es noch in der Nacht in Zusammenhang mit dem Brand in dem Mehrfamilienhaus vor Ort zu einer vorläufigen Festnahme. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen einen 29-jährigen Mieter wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Die Trierer Staatsanwaltschaft hat beantragt, ihn dem Haftrichter vorzuführen. Wann die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen können, ist noch nicht bekannt. Bis zur Klärung steht den Betroffenen das Jugendheim in Mötsch als Notunterkunft zur Verfügung.